Hi, gute Wie und willkommen zurück zu Let's Play God of War Ghost of Sparta. Ich muss mal sagen, für mich ist das jetzt schon länger her, dass ich aufgenommen habe. Aber für euch nicht. Wir sind immer noch in Sparta. Wir sind bei den Gefängnissen. Ich muss hier runter, glaube ich, ne? Soweit ich das geschickt habe. Nennung. Ja, wir sind bei den Gefängnissen von Sparta. Und wie es den Anschein hat, ist unsere Vision vorbei. Wir sind ja immer noch drauf und dran am Erkunden. Ich weiß gerade gar nicht, was war nochmal das letzte Mal. Achso, ja. Wir haben den Hügel Spartas hier erklommen, weil wir ja einem alten Geheimnis auf die Schliche kommen müssen. Um mal nicht so viel zu wegzuspoilern. Nichtsdestotrotz, schauen wir uns um. Was ich jetzt hier gleich machen muss, da sind wieder Gegner. Was hat ihr denn für welche? Hässlichen Gestalten. Oh, oh. Okay, 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 okay. Ich muss mich jetzt erstmal wieder in die Steuerung reingewöhnen. Einfach aus dem Grund, weil ich... Oh, shit, man. Ich sollte mal... Oh, ich sollte vielleicht mal... Figure. Kontern. Hallo? Was zum Teufel war das? Oh, das war geil gekontert. So, ja, wir sind bei den Gefängnissen Sportes angekommen. Holy crap. Ich werde mich schön in Ruhe lassen. Wow, wow, wow. Jetzt aber mal langsam, Freundchens. Die zertragen zu viel. Ich muss mal gerade nochmal gucken. Achso. Ich musste gerade nochmal ganz kurz gucken, wie meine verschiedenen Zauber aktiviert werden. Okay, 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 bevor ich zu viel Mana verplemper. Und wie sieht es hier aus? Die Athenenklingen könnte ich doch weiter upgraden. Ich will mal ganz kurz lunzen. Meinen verschiedenen Items. Okay, das fügt den Gegnern Schaden zu. Alles klar. Gut. Musste ich mich hier gerade nochmal mit den Zaubern wieder vertraut machen, nicht dass ich die dann verplempere. Einfach sinnlos. Und wir haben auch noch diese Feueranzeige. Ich hoffe, das wird aber auf jeden Fall am Ende noch aufgeklärt. Warum Kratos die später nicht mehr hat. Ich meine, okay, es ist ein später projiziertes Prequel, beziehungsweise Pre-Sequel, wenn man so will, wie das jetzt bei Borderlands auch der Fall ist. So quasi reingeschmissen mittendrin. Okay, hier komme ich nicht weiter. Aber ich will auf jeden Fall eine vernünftige Erklärung haben, warum der Bursche diese Fähigkeit jetzt hat und später nicht. Kann ich hier nichts mehr kaputt machen? Die sind aber echt Geizhälse mit den Orbs hier. Hältst du das zu? Oder was geht ab? Der Abtrünnige. Mhm. Wollen wir doch mal schauen, was es mit diesem Kerl auf sich hat. Ah ja. Hier dürfte ich jetzt die Tür aufmachen, aber dahinter nicht. Oh, ein Minotaurenhorn. Sehr schön. Coole Sache, dass ich hier irgendwie nur randommäßig quasi rumzukloppen scheine und Secrets entdecke. Ich sagte ja, das ist zwar blind, aber wir wollen gucken, dass wir trotzdem so viel wie möglich mitnehmen. Deswegen ist es nochmal gestattet, dass ich nach hinten gehe, beziehungsweise zurückgehe, weil ich da nochmal überprüfen will, ob ich nicht hier hinter was habe. Nein, da tut sich nichts. Da ist no vibration! Nun gut, irgendwer macht hier so richtig elend klingende Geräusche. Geht es hoch weiter und hier gibt es eine Energie. Na gut, könnten wir auffrischen. Warum eigentlich nicht, wenn wir schon mal dabei sind? Bin ich ja mal echt gespannt, wie sie das hier dann auf jeden Fall noch aufdröseln werden, dass es vielleicht in den Kanon mit reinpasst. Vielleicht haben sie sich auch nichts dabei gedacht, das ist auch möglich. Manchmal, weil das war bei Ascension irgendwie so, hatte ich das Gefühl, bisweilen, manchmal denken sich Entwickler nichts dabei, auf welche Feature sie verzichten müssten. Bedenkt, dass sie ganz anders weitergeht, die Story. Aber nun gut. Ah ja. Wieder Spiders. Kann ich euch nicht anzünden?
Da gibt es doch, glaube ich, noch eine Trophäe, dass ich so und so viele Gegner anzünden muss. Oh! Wo kommst du denn jetzt her? Bist du der Egon? Oder so? Hopp! Habe ich den jetzt angezündet? Das hatte den Anschein. Ich würde gerne... eigentlich... hochsteigen. Cool. Es gibt schon Quicktime-Event. Nein, 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 diesmal nicht. Ich habe Kreis gedrückt und das wird jetzt auch so angenommen. Neulich, ne, ist auch schon wieder länger her, habe ich gemerkt, dass das doch schon für den ein oder anderen Lacher gesorgt hat, mit dem ich habe doch Kreis gedrückt. Was passiert hier? Warum macht das diese Geräusche? Das war's? Von diesem Kampfring? Na gut. Ich sollte froh sein, nicht so die Klappe aufmachen, sonst fluche ich eh wieder so viel wie bei God of War 1. Was ich auf schwer spielte. Was ich auch mit dem zweiten Teil machen werde und beim dritten weiß ich noch nicht, ob ich den auf schwer oder sogar sehr schwer spielen werde. Das wäre ein passender Abschluss. Du bist doch ein Yadak vom Adak. So ein Emmis-Kopf macht mir einfach hier die Tür zu. You shall not pass. Ein Löwilein! Pyrrhus-Löwe. Okay, ich sehe es anhand der Rüstung, dass ich den anzünden muss. Au. Oh. Das ist sehr ohrenbetäubend. Aua. Ich dachte, nur Motorhead hätte sich das zum Ziel gesetzt, Louder Than Hell zu spielen. Warte mal. Nein. Ares ist put. Ach so, zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Stimmt ja. Das ist... Das spielt ja zwischen 1 und 2. Aber eher, sagen wir mal, eher rückblickend. Aua. Höchstes Löwe. Hier, ich grill dich. Ich bin der Brutzelmeister. Oh, das ist ja geil. Dieses. Oh, ey, komm. Jetzt red er wieder durch hier. Wegrollen! Oh, Mensch, Kratos. Halt! Das war knapp. Ach, halt doch dein Raffel dahin. Aua. Wenn ich nicht aufpasse, hat der Löwe mich genatzt! Warum hat denn der auch so viel Energie? Weg! Das gibt's doch nicht. Ich rolle weg und er trifft mich. Warum ist denn der Löwe auch so scheiße und dreckschnell und ich bin tot? Ja, super. Oh nö. Muss ich jetzt hier neu starten oder was? Meine Energie ist voll, deswegen habe ich jetzt nur das. Toll, dass ich das nicht überspringen darf. Wisst ihr, das hasse ich immer bei Spielen. Unskippable Cutscenes. Okay. Pyrrhus Löwe. Eigentlich wollte ich dieses Ding hier aktivieren. Aua. Guck mal hier. Weg! Sag mal! Halt die Raffel da hinten, du stresst! Aha! Man kann den Löwen also kontern, das ist ja interessant. Aua! Komm. So. Ich wollte eigentlich erstmal nur diese. Ich sehe einen Scheißdreck. Das ist. Manchmal hasse ich echt die Kameraführung in God of War spielen. Halt! Ich hab doch gekontert. Okay, das scheint dem Löwen schön zuzusetzen. Halt! Oh! Kratos, ne? Wirklich. Halt!
Oh nein, 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 der zerbeißt mich schon wieder. Halt doch mal die Fresse dahin, du Stress. Ja, hallo, ich hab doch gekontert, was willst du denn? Ah, cool! Ich bin endlich in Quicktime-Event. Dann kann der Typ mir da hinten seine Klappe halten. Und... Wuhu! Ich wollte schon immer mir Löwen wieder zu dir. Und Bear Grylls würde das jetzt noch essen. Kratos is rising, better drink my own piss. Oder Ascension vielleicht. Wir hätten ja Ascension gespielt. Oh, wie süß. Kommt du nicht raus? Motherklacker. Das geschieht dir jetzt. Oh, das war ein schöner Sparta-Kick. Sind wir wieder im Fantasieren hier. Tja, du wolltest den Löwe auf mich hetzen, ne? Tja, erstmal vorher nachgedacht. Jammerlappen. You don't mess with... Ja, genau, die feuern mich an. Kotz dich aus, Junge. You don't mess with Kratos. So viel zum Thema, du wirfst mich nicht. Sehe ich genauso. Aber das hätte man auch anders lösen können. Ha, ich soll also irgendein Rätsel mit diesem... Wer ist schon Ares? Ich soll bestimmt irgendein Rätsel mit diesem... Captain Mon. Achso, das sind Gefangene. Dann nehmen wir den mal mit. Lada-da. Wieso? Sieht es aus, als ob hier Stacheln gleich runterfahren wollen. Ich muss den garantiert ablegen. Das machen wir gleich in Ruhe. Ich will mir erstmal hier umschauen. Und die Fässer auch kaputt machen. Und ich müsste, glaube ich, gleich meine Klingen upgraden können. Und mal schauen. Hm, passt. Fast passt. Okay. Komm mal mit. Ich schläge dich mal hier ab. Ja. Hier drauf. Kratos. In anderen Spielen hat er den einfach dann vor sich hingeschmissen und ist nicht zurückgewichen. Ah, hier ist ja noch eine Kiste. Jetzt habe ich es fast, oder? Ah, 400 fehlen noch. Ich habe jetzt keinen Nerv wegen diesem kleinen Mini-Bitgag nochmal aufzufrischen. Oh, wir sind in der im Lakoniengebirge. War das nicht dieses Gebirge, wo sie ihre Kinder... Ach nee, das war auf der anderen Seite, stimmt. Wo sie ihre Kinder hingeschickt haben, wollte ich gerade schon sagen. Aber sehr einladend ist das hier auch nicht. Oh, da kommen Tiere. Wütende Hunde wieder. Kann ich jetzt upgraden? Nein. Wenn ich eins gelernt habe, ist es, Hunde in God of War Spielen niemals zum Angreifen kommen zu lassen. Größtenteils. So. Peter verklagt mich noch. Wegen dem Mist. So. So, Taratos-Vergeltung. Haben wir neue Angriffe gestartet? Oh, und wir sind auf Maximum mit der Klinge. Nur Stufe 4. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal, was wir später davon upgraden. 5000, noch was, 6000. Boah, da brauchen wir noch viele Orbs. Ich bin mir sicher, das kann man machen, wenn man besser spielt als ich. Oh, jetzt sehen die Klinge aber schon sexy aus. So, was ist die neue? Ah ja, diese Attacke kennen wir doch auch. Hier kann ich nichts mehr kaputt machen, aber ich soll stattdessen hochklettern. Safe Point. Gute. Ah, jetzt schon. Hier gibt es noch mehr Orbs. Bin mal gespannt, wo mich dieses Gebirge jetzt hinführt. Wuhu! Das wäre ja ein cooler Rundum. Sliden. Ach, garantiert werde ich jetzt gleich hier angegriffen. Hey, was? So. Was soll denn das? Na, wollt ihr was? Kann ich nicht irgendwie schneller gehen?
Achso. Ah, ich soll jetzt da rüber springen. I see. Das war ja geschickt. So, dann lass ich mal droppen. Ich will jetzt mal gucken, ob ich noch in die andere Richtung muss und es da auch noch was gibt. Weil ich sehe schon, wo es weitergehen wird. Okay, hier gibt es nichts mehr. Es ist verdammt hoch hier. Jetzt müsste ich doch eigentlich nach unten. Also geht doch. Und jetzt wieder hoch. Ist ja viel geileres Free Climbing hier als am Anfang von Mission Impossible. So, und wer so schlau ist, der darf mal raten, welchen Teil ich meinte. Muss in die Kommentare posten. Ich schätze mal, ich muss mich hier fallen lassen und... Wuhu! Coole Lianen schwingt. Zeit! Wie ich es früher bei meinem Donkey Kong 64 Let's Play beim allerersten Durchgang zusammen legte. Oh, Kampfring. Oh nein. Ich hasse Satire. Und auch eine Gorgone. Oh nein. Was geht ab? Ich kritzel euch mal ein bisschen. Kritzel? What the fuck? Nein. Boah. Das war höllisch knapp. Ich darf sie nicht zu viel zum Zaubern kommen lassen. Aber somit müsste es doch besser gehen. So, was willst du eigentlich von mir? Haha, abgewehrt. So, und gleich bist du down. Hey, das war's schon. Sexy. Nehmen wir mal... Visimana mit. Energie haben wir jetzt in der Altobie verloren. Ja, was mache ich jetzt mit meinen verbleibenden Orbs? Was wollen wir aufrichten? Also ich nutze ja eigentlich schon sehr gerne das Auge von Atlantis. Obwohl die Geißel ist auch nicht schlecht. Aber Feuerschaden ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ach egal, ich mache jetzt das Auge von Atlantis. Das erhöhe ich erstmal. Ist ja eigentlich egal. Hauptsache ich habe die Klingen auf Maximum. Bei diesem Let's Play geht es mir eigentlich nur darum, ein bisschen Spaß zu haben durchzuspielen. Und ich hoffe, das auch zu übermitteln. Hey, nein. Kratos nochmal runter, bitte. Hier gibt es noch mehr Ops. Die Schatten der Vergangenheit haben Kratos eingeholt. Wir haben erfahren, was mit Deimos damals passiert ist. Und die Spartaner wollen ihn nicht ziehen lassen, denn laut deren Ansicht hat er schon zu viel Unheil über sie gebracht. Nun ja, aber wir wissen ja auch, dass man Kratos nicht so einfach stoppen kann, wenn er sich erstmal sowas in den Kopf gesetzt hat. Und ja, wie es für ein griechisches Drama sich gehört, wird die Katastrophe immer stärker zurückschlagen. Wie dem auch sei. Freue ich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Folge, wenn wir uns weiter durchschlagen mit dem wütenden Spartaner. Vergesst auch nicht, eine Bewertung in den Kommentar zu hinterlassen und ich bin hier raus. Peace out.